Die Gewerkschaft der Polizei hat die Randale beim Spiel des SV Waldhof gegen den 1. FC Kaiserslautern in Mannheim zur Chefsache gemacht. In einem Brief an den DFB-Präsidenten Theo Zwanziger wiederholte der GdP-Bundesvorstand die Kritik der Mannheimer Kollegen an den Vereinen. Gerade am Beispiel des SV Waldhof werde deutlich, dass sich das Problem durch zu wenig Eigeninitiative verselbstständige, heißt es. Stein des Anstoßes ist unter anderem der sogenannte Bastelraum für die Fans im Karl-Benz-Stadion. Die Polizei vermutet, dass dort auch Feuerwerkskörper gelagert waren. DFB-Präsident Zwanziger schlägt ein Treffen mit der Polizeigewerkschaft vor, um gemeinsam gegen gewaltbereite Fans vorzugehen.